So, hallo und alle zur nächsten Folge von Minecraft Boss mit dem Peter und dem Kev und Hallöchen, wo seid ihr? Hallihallo! Da hinten sind hallo. Sie. Kev zeigt mal wieder sein dickes Rohr. Ne, Peter hat auch eins. Achtung! Wir haben beide ein dickes Rohr. Guck nach oben! Ja, yeah, Squid-Kanone, yay! Schnell weg! Alter! Eskalation! Ihr werdet blind sein! Ja, nee, die sterben durch Fallschaden sofort wieder, wenn die nach oben schießt. Ach, cool. Ist das geil. Bin trotzdem blind, scheiße. Ey, die droppen Fisch! Ja. Mm. Kannst du essen besorgen. So, irgendwas killt mich die ganze Zeit. Ich sehe überhaupt nichts. Oh, alle, die sind ja alle gestorben. Jetzt sehe ich sie wieder alle. Oh, ich habe meine leer gecraftet. Leute, die kann man mit einem Inksack wieder auffüllen. Oh, ich muss hier weg. Conny war noch gut, oder? Wir brauchen Ameisen. Sehe ich das richtig? Ameisen. Ja, wir wollen Ameisen. Ja, oder wir können hier weiter rumspielen. Das ist die Frage. Wir könnten in der anderen Dimension weiter rumspielen. Okay. In der anderen Dimension, da gibt es Friedlichtiere, Antilopen, goldene Apfel, Golden Apple Cows, also die, da kriegst du goldene Äpfel raus und OP-Äpfel aus den Kühen, die da rumrennen. Und eventuell selten Dungeons von dem King und der Queen. Warte, OP-Äpfel bringt doch nur Resistance, oder? Ja, Resistance und Regeneration, du hältst dich auch schnell voll. Hab ich doch sowieso schon. Der hat doch Bats. Okay, dann Kev kocht sein eigenes Süppchen. Dann, Komm, ja, würden wir sagen, wir gehen trotzdem mal hin. Also, Hoffnung, dass hier, ich schenk dir mein Rohr, hier hast du's. Dein Rohr. Ja, da, wo die Tintenfische sind. Samen liegen auch noch daneben. Ja, ist ja gar nichts mehr drin. Aber Samen sind hier, die Samen liegen hier. Oh. Nee, brauch ich ja nicht. Doch. Boah, das sieht so überwitzig aus. Alter. Ey, ich habe noch die Sonnenbrille an dazu, ne? Kannst ja Regen dickes Rohr und Sonnenbrille, sehr wenn, gut. Wenn der Regen aufhört, wäre es ein cooles Thumbnail. Nee. Egal. Ich hasse Regen, ne? So, oh, Kinder, dann lasst mal... Oh, Leute, keine Zunge. Dann lasst mal eine braune Ameise suchen. Da, rote Ameise. Eine braune. Braun. Kev ist farbenblind, habe ich festgestellt. Ich glaube, Ameise. Warte. Deswegen habe ich Farbe, die haben. Wie tämt man so einen Drachen? Ist ganz normales rohes Fleisch gibt's. Dann ist das hier. Genau, das müsste das sein, ja. Dann lass mal kurz eine braune Ameise rauskommen gleich. Aber und ist dann das nicht da, wo man nackt rein muss? Nein, okay, wo man nackt rein muss, ist in die Termitendimension. Wie setze ich mich da drauf? Hier sind braune Ameisen. Oh, okay, ich setze mich da drauf. Rein da. Ist Peter da? Warte, wo seid ihr? Bin schon drin. Hier, ich bin gerade hier bei der Ameisen. Ich warte auf dich, Peter. Okay, warte, ich komme schnell. Ich bin nett und adrett. Ich lasse das schon mal da, wo wir vorher waren, oder? Ich reduziere euch den Lag. Warte, bin ich da? Da, ich sehe dich. Wie setze ich mich auf meinen Drachen? Nimm erst ein Fleisch füttern, damit er gezähmt ist und ein Rest geht drauf. Und dann sitzt du drauf. Okay, dann sollte ich vielleicht das Fleisch aus der Hand nehmen, ne? Ja. Okay, erklärt einiges. So, habe ich noch eine Ultimate Axt, die habe ich auch. Super. Bin da, warte, ich sehe dich. Ich habe auch hier Bogen auch. Siehst du mich? Ja, oh, hier ist die Ameise. Okay, geh schon mal rein, ich weiß, wo er ist. Okay. Willst du wo ist die Ameise? Nein. Jetzt bin ich auch reingegangen. Hallo? Boah. Ach, hier. So. Und jetzt boah, da war hier. Glück, dieses Wasser. Alter, wer will Holz? Mit der Ultimate Pickaxe haben wir so einen Baum abgebaut. Hat der Peter Askali Drachen mitgebracht. Macht's gut, ihr Flaschen. Wo bist du denn? Ich sehe euch gar nicht. Ich bin in dem Baum. Hatten wir noch ein Hoverboard? Ich habe gar keins mehr. Warte, ich kann dir eins geben. Ich habe ganz viele. Ist mir gerade aufgefallen. Ich habe mir noch ganz viele auch gemacht. Wo sind die denn hin? Warte, Kev. Achtung. Wir machen jetzt genau dasselbe, was wir gemacht haben. Dankeschön. Oh nein, warte, wir kommen mit der Reihenfolge durcheinander. Wir könnten mal gucken, ob wir so einen King Dungeon finden. Ansonsten sollten wir uns vielleicht noch aufrüsten mit der nächsten Royal Guardian Rüstung, also dann das Dungeon der Unstable Dimension machen. Wir gucken uns jetzt ein bisschen um hier und gucken, ob wir mal so einen King Teil finden, weil wir müssen da sowieso hin den irgendwann suchen. Also und, was heißt King Teil? Ist das wieder so ein Obsidian-Turm oder? Ihr werdet sehen. Am besten wenn, nicht alle in die gleiche Richtung wahrscheinlich, nee, oder? Nee, also du wirst es sehen, auffälliger geht's nicht mehr. Ach stimmt, ich glaube, ich habe das schon mal gesehen, ja. Ja, fliegt einfach mal ein bisschen rum und guckt, ob ihr da was findet, ein paar schöne Sachen. Ansonsten, wenn wir jetzt direkt auf Anhieb nichts finden, können wir so ein bisschen suchen nach der Folge. Und, aber jeder in eine Richtung ist gut. Ja. Der Aufbau ist super von der Map. Und Gold Apple Cow. LOL. Ja. Ich bin mit dem Hoverboard, weil die Welt nicht geladen hat, hängen geblieben in einem Baum. Und ja, das im ich Baum auch dann despawned. Versuch mal auf die Minimap zu gucken, wenn du fliegst, dann siehst du, ob du gegen den Baum fliegst oder nicht. Ja, wo ist jetzt mein blödes Hoverboard? Ja, das ist weg. Ja, ist ja nicht so teuer.
Ich habe aber nichts mehr. Was kostet das nochmal? Redstone? Diamant und Holz. Diamond, Holz, Redstone. Habe ich alles noch da, aber war unnötig. Lol, das brennt manchmal durch, wenn ich hier lang fliege. Fängt an zu qualmen und dann macht das. Na, ich glaube, die Teile sind eigenwillig manchmal. Aber immer noch keine Slimeballs. Wo finde ich denn Slimeballs? Ich glaube, die sind hier schon viel zu obvious. Bei Schleim findest du Slimeballs. Aber wo sind Schleime? Oh, eine Schleiminsel, lol. Warte. Perfekt. Los, Drache! Ich glaube, ich habe was gefunden. Ich habe es gefunden. Ich habe einen King gefunden. Koordinaten? 550 und Z1400. Und ich sehe ihn. Ist ja nicht so weit weg. Nee, ist nicht so weit weg. Ich sehe ihn. Ich sehe das Vieh. Der ist riesig. Also X was? X550 und Z1400. Okay, on my way. Oh, 450, der fliegt hier rum. Oh, Leute, das sieht nicht gut aus. Ach, die ist das nicht, die? Nein, das ist ein King, der. Der King. Du sagst, sieht die gut aus. Also, das ist, wenn wir bei der Queen sind. Oh, ja, ich seh's. Dieser dreiköpfige Drache mit eiskaltem Blick. Hashtag nicht von Yu-Gi-Oh! Geklaut. Ja, genau den. Und ich vermute mal. Ein Emerald-Baum, nur aus Emeralds. Ja, und Gold und Diamanten. Wow, da hast du ausgesorgt. Es ist, ich hab doch gesagt, also, den kann man nicht übersehen. Wie kommen wir jetzt an den ran? Wir können uns mal am Fuß treffen von dem Baum, am Fuße vom Baum. Okay. Krass, ja. Alter. Wie Gold, wow. Ich würde das gerne abbauen, ehrlich gesagt. Drache, komm jetzt her. Boah, Alter. Das ist ja der Traum eines jeden Minecrafters. Zieht euch das rein. Yo. Ich bin außerdem schon umgelandet. Baut mit einem Schlag so viele Goldblöcke gesammelt. Ja, Peter, wolltest du nicht Gold haben neulich? Ja, ich glaube nicht mehr. Wie waren nochmal die Koordinaten, sorry? 600 und 1400. Warte. Dann ist das genau in diese. Hier ist ja zugebaut. Das Queen Dungeon sieht genauso aus, nur dass es alles dunkel, schwarz und rot ist. Wie eine Queen halt. Und den muss man jetzt vom Baum aus töten hier. Ja, was heißt, der wird dich sowieso wegkicken. Wenn du kämpfst, dann fliegen wir weit weg. Ich vermute aber, wir schaffen es gar nicht mit der Rüstung, gerade den zu töten. Wir hätten. Ach so, es ist nur so jetzt mal kurz gucken, ob wir es. Ja, einerseits das zu finden, aber ich habe auch spät geschaltet, weil eigentlich wollten wir noch hier die nächste Rüstung uns holen. Das war ja hier. Oder nee, warte mal, vielleicht können wir den hier mit dieser Rüstung killen und mit der Royal Scale Rüstung dann den Endboss. Das macht Sinn. Wir testen es einfach mal. Dann sind wir wenigstens hier. Da haben wir die Rüstung für was Sinnvolles geholt, dass wir gleich schon auf die nächste gehen. Normalerweise war es aber so, dass wir halt jetzt mindestens Mobzilla-Rüstung gebraucht haben, um durch so ein fettes Dungeon zu kommen. Weil allein habe ich das ja auch mal getestet und dann bin ich nicht durchgekommen sonst. Habe ich mindestens Mobzilla-Stärke gebraucht. Wir haben ja auch Pets und können fliegen. Gibt es ja ein paar mehr Vorteile, die wir haben. Krasser Baum! Oh, da ist er. Ach du Scheiße. Wie das? Yo. Ja genau, Peter, du wolltest doch hier. Ja, lol, ich bin oben und der schießt mich ganz runter. Das ist doch ein Witz. Ja, da musst du noch aufpassen. Ich bin gerade. Ich war doch nicht mal in der Nähe. Redstone! Achso, aber er kommt runter. Oh, geil. Ja, der kommt runter. Also der kämpft halt jetzt mit dir. Nice, der kommt runter, Freunde. Ist ja fast wie bei YouTubern zu Hause, ne? Ein Goldbaum. Ja. Stimmt, ich dazu. Ich sehe gar nicht sein Leben, wow. Der hat. Alter. Ich seh die Leben. Ne, jetzt sehe ich es nicht mehr. Oh lol. Der dreht heftig am Rad, glaube ich. Oh, der kickt mich so hart weg. Wie will man das denn jetzt ohne diesen Flutmod machen, rein theoretisch jetzt? Ja, mit Hoverboard. Okay. Er hat 7000 Leben, ich sehe es gerade. Ich guck gerade offen drauf. Ich sehe ihn gar nicht. Pro Schlag geht einer weg. Ach, weil er so weit oben ist, ne? Ja, ich bin noch auf dem Baum drauf. Dann jump mal runter, dann kommt damit auch. Hm. Er haut ab. Ist das ein alberner Bob? Ne, der kommt runter zu euch. Ah, jetzt sehr gut. Jetzt kommt er frisst sich da durch, glaube ich. Ah ja, The King. Oh, wir haben schon 5% weg, cool. Wirklich? Ja, und jetzt bin ich auch untergefallen. Squidzooka! Kommt einfach nicht. Wir müssen ihn mal weglocken. Kommt mal zu mir. Bisschen weiter weg an die Seite. Oh, jetzt habe ich ihn geärgert. So von diesem Emerald-Baum weg, genau, da wo ich bin. Schön ins offene Feld. Oh, ey, wie das aussieht. Oh, jetzt brenne ich. Ach du Scheiße. Ja.
wie das aussieht, ey. Ach, der kommt immer wieder zurück, oder was? Ja, oder ich sag mal so, das ist jetzt ein Heimbaum. Normalerweise, also mich hätte er aber die halbe Karte gejagt immer. Ach so, ja, dann kommt doch alle in eine Richtung. Dann lass ihn doch mal richtig weglocken. Alle sammeln am besten. So, dass der nicht immer unter die Blätter geht. Aber wenn es unter den Blättern ist, ist es gut. Dann fliegt er nicht nach oben weg. Okay, er gibt mir welche. Oh. Also, Damage macht der nicht? Aber ich treffe ihn auch irgendwie nicht. Ja, du hast doch wahnsinnig viele Pets und Resistance. Also ein Resistance-Effekt kann schon Unterschied machen. Lol, wenn ich F3 und B drücke, dann sehe ich, wie irgendwelche Partikel fliegen, wenn ich mit dem Schwert schlage. Oh, er haut mich immer. Hilfe. Ja, das kann sein. Ja. Weil das ja eine höhere Distanz hat, ne? Ja, ich sehe das auch gerade. Wo kann man ihn denn treffen? Ich glaube, die Partikel haben nichts zu sagen. Die machen keinen Schaden oder so. Das ist nur so, um zu checken, wie weit die Distanz ist wahrscheinlich. Ja, ja. Oh. Aber wir kriegen ihn down. Er macht mir null Damage. Also. Ich glaube, mit dem Bogen können wir den gut ärgern. Dann kommt er immer auf einen zu. Bogen, ja. Wenn er kommt, Schwert. Der friert einen ein. Die Queen ist aber komplett anders. Sie zerlegt dich. Sie zerkloppt dich. Komm schon. Ich weiß gar nicht, ob ich da bin, der den trifft, weil der Ding manchmal rot, aber ich bin doch so voll weit weg. Ja, aber ja, doch, das Schwert hat eine super Reichweite. Oh je. Also viel, viel höher, als du sehen kannst. Ich hab mal den Bogen angelockt. Yo! Oh wow. Also ich würde sagen, 5% sind schon down, meine Rüstung ist aber jetzt auch schon zu 10% down. Erstmal ein Radieschen essen. Ja, okay. Kriegt ihr Damage durch ihn? Nee. Kann nicht. Ja, dann reicht das schon aus. Warum die finale Rüstung nur für die Queen? Wenn wir den jetzt down kriegen, dann ist das und schon mal der gut. Der droppt die finale Rüstung erst. Glaube nicht, bin mir gar nicht sicher. Es kann sein, dass er Teil davon droppt, aber du findest die restlichen dann sonst im Dungeon. Wir müssen das Dungeon einmal durchmachen und eventuell hier welche Teile mitnehmen am besten. Nein, er ist wieder in den Blättern. Aber ich glaube, der regeneriert sich auch manchmal, oder? Kann das sein? Aber der kickt mich weg, ich kann nichts tun. Als wenn er seinen Baum frisst. Ich glaube, wenn er lange keinen Schaden kriegt, dann. Ich habe auch schön ausgeteilt, ich habe ihn ausgeteilt. Oh. Also, das sind auf jeden Fall epische Fights. Ich locke ihn ein bisschen an mit dem Bogen. Ja. Hopp, jetzt wird das sauer. Oh. Genau, und hopp. Oh, jetzt hat er. Oh, schön unter der Wurzel, das ist perfekt. Aber gut erwischt. Komm zurück, Kollege. Genau. Oh, da gehen sie mal ordentlich halt weg. Ey, das ist eine gute Taktik, wie Peter gesagt hat, mit dem Bogen 2-3 Hits, um ihn sauer zu machen. Ja, genau, dann kommt er, ne? Und dann wenn er dann kommt, dann haust du ihm wirklich einen auf den Latz. Alter Verwalter! Oh, erstmal was ist, ne? Ich hatte das damals, glaube ich, so gemacht, ich habe mich auf ein Hoverboard gestellt, der hat mich einfach 10 Kilometer über die Karte gezogen. Zwischenzeitlich nochmal mit dem anderen King-Turm vorbei. Noch einen eingesammelt. Ja, nein, nicht zwei am Hals. Oh! Dicke, fette Schlucht. Ach du Scheiße. Oh, ich teile gerade aus. Oh, ich bin nach oben gekickt. Ja, jetzt hat er aber ordentlich was abgekriegt, glaube ich. Alt, Belly. 30% sind euch schon weg. Was? Also ich sehe seine Leben die ganze Zeit nicht. Und dann sagen wir 25. Wollen wir nicht übertreiben. Ja, okay. Also gute 25. Ja, genau. Das ist perfekt, wenn er dich in so eine Ecke von so einer Schlucht oder so rein drückt. Genau, dann kann ich nicht wegknocken und du kannst ihn ganz halt runterprügeln. Aber der lässt ja auch immer alles explodieren, ist das blöde, ne? Ja, aber dadurch erschafft er weitere Schluchten, wodurch du besser hängen bleiben kannst. Oh! Der benutzt noch Eisattacken, friert dich fest. Die Saudi! So, warte mal. Oh, wie geil! Wieder. Oh, ich war in einem Spinnweben gefangen und konnte mich nicht austeilen dadurch. Das ist ja geil. Spinnweben machen. Ja, wo ist Spider-Man, wenn man ihn braucht? Eieiei. Oh, da sind Slimebälle. Aber ich muss sagen, der sieht cool aus, ne? Alter, der sieht mega geil aus. Also ich glaube, wir haben echt mit der neuen Rüstung, da haben wir echt, was echt krass. Oh, der angezogen. Ist weggeflogen nach hinten. Ja, ich sehe sie. Bevor der ihn... Bevor der hier Dings macht. Achso, mit Schleimbällen kann man auch die Rüstung wieder fixen, ne? Ja, genau, mit Duct Tape. Dann, warte mal, dann sammle ich ihn mal ein. Ja, genau, sammelt ihn mal ein und ich halte ihn hier am Baum.
Und Spänenweben brauchen wir noch, weil die Rüstung kriegt ordentlich was ab bei mir. Jo, bei mir auch. Ich hab mal die Bälle eingesammelt, die Ragen. Sehr gut. Perfekt. Sauber. Ich würde auch sagen, den zweiten Teil vom Bosskampf, den seht ihr beim Kev, weil die Folge ist schon fortgeschritten. Ach krass. Alto Belli. Und ich würde sagen, dann zerreißen wir das Vieh, oder? So ist es, Leute. Okay, dann den nächsten Part gibt's beim Kev und wir haben den fast zur Hälfte down. Macht's gut. Bis demnächst. Ciao, ciao.